Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Reap Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelderland. So, ich muss nochmal ansehen. Ich habe noch zwei weitere Felder. Wo ich mich jetzt direkt mal auf den Weg mache. Warte mal. Vorwärts wäre gut. Die muss ich aber auch erst noch düngen und kalken. Mist, ey. Ich glaube, dann nehme ich einen Düngestreuer einfach mal vorne mit. Und ich wüsste, wo der steht, da hinten. Nehmen wir einfach mit. Und dann wird man am Feld umspannen. Dünger müssten wir ja eigentlich noch haben. Und Saatgut hat, glaube ich, der Neumann angeliefert. Das Kalk. Ja. Saatgut. Haben wir noch 17.000 da. Wo ist denn der Düngermann? Also nicht der Düngermann, sondern der Mann. Der Dünger. Ja, aber wie viel ist da noch drin? 8.000. Okay. Sudele. Also wir machen jetzt erstmal diese Woche, gucken wir, dass wir die Felder voll angesät bekommen. Und dann werde ich weitersehen, was sonst noch so ansteht. Beim Metzger müssen wir auf jeden Fall mal reingucken. Im Sägewerk, der Blaubeer wird wahrscheinlich diese Woche dann endlich Paletten bestellen, hoffe ich mal. Damit wir die auch losbekommen. Und dann müssen wir überlegen, ob wir den Roggen verkaufen. So, hinten drin. Ach, warte mal. Können wir nicht? Können wir nicht hier? Warte mal. Können wir woanders drum? Oh, Alter. Lull. Krass. Wir drehen einfach das Ding hier um. Dann müssen wir ja nicht andere Seite. Müssen wir ja nicht wechseln. So. Geil. Habe ich noch nie gemacht. Also zumindest hier noch nicht. Technik, die begeistert. Krass. So. Ja. Folge war nur hallo. Hallo, ist der Mann? Hä? Ist das der Mann? Ja. Warum ging das jetzt nicht? Moment. Er hat ja keine Zapfwelle. Ja? War einmal 2.900. An Steuern, Edi. Wie viel? 3.900. Der hat hier keinen Zapfen. 3,9.
Genau. Raus. Perfekt. Nö, alles gut. Auch hin. Gut, bis dann. Muss man das Ding doch wieder umdrehen. Schade, schade, schade. Hat ja vorne gar keinen Zapfwellenanschluss. Das wäre zu schön gewesen. Stimmt das eigentlich? Na, schade. So, jetzt. Jetzt aber los. Gut. Dann kann man jetzt GPS einstellen. 67, glaube ich. Gut. Können wir nämlich gleich, wenn wir einmal Vorgewende gefahren haben, können wir dann direkt mit GPS starten. Und drüben das andere Feld, das zweite Pachtfeld, das muss ich dann natürlich heute auch noch fertig machen. Ansehen, düngen, alles drum und dran. So, ich bin auch diese Woche mal wieder alleine von der Agrargenossenschaft. Es hat keiner Bescheid gegeben, dass er da ist. Also beziehungsweise sind beide irgendwie auf Fortbildung oder sonst irgendwas. Oder Party machen, ich weiß nicht. Ja, von dem her wird auch in der Agrargenossenschaft diese Woche wieder mal nichts laufen. Ja, was mich inzwischen nicht mehr viel wundert. Weil es ist ja so wie jede Woche. Also das GPS war definitiv eine gute Investition. Das erleichtert mir die Feldarbeit ungemein. Ich werde jetzt gleich mal in die App schauen, was der Metzger so von sich gibt, wie es da aussieht.
Metzger. Aber hätten wir noch ein bisschen. Und Kühe. 35.000 sind 8 Paletten. 8 mal 4 sind dann wieder ja, 32.000. In des Malpreis 0,6 ungefähr. Würde dann ein Drittel weniger, also so 20.000, 22, 21.000 bedeuten. Das ist natürlich nicht so viel. Aber ich glaube, wenn wir den Roggen verkaufen, dann könnte man diese Woche noch ein richtiges Schnäppchen machen. Muss ich auch gleich mal gucken, was der jetzt bringt. Damit ich den eventuell verkaufen kann. Das müssen wir gucken. Können wir gerade mal reingucken. Rocken. 1200. Ja. Aber ist halt die Frage, ist das ein guter Preis oder kann der noch höher gehen? Was bringen meine Eier? 3000. Das ist aber nicht so viel. Dann gerade mal hier auf die Internetdaten gucken. Dann fahre ich nämlich gleich rüber aufs andere Feld. Dann kann ich da nämlich auch gleich noch drüber düngen. Dann ist das schon mal erledigt. So, was haben wir hier? 303. Nee, das 303 ist ein bisschen zu viel.
Der Herr Krüger hat da drüben immer noch seinen Feldhäcksler stehen. Weiß auch nicht, warum man den nicht abholt. Einfach mal so eine halbe Mille in der Gegend stehen. Ah doch, der holt ihn gerade ab. Dachte nämlich schon. Lässt da einfach sein Werkzeug in der Gegend stehen. Ich muss auf jeden Fall was verkaufen, weil ich muss auch dran denken, dass ich mir... ich wollte ja dem Oberhauser, den hatte ich ja den Case geschenkt von dem Diesel. Den muss ich ja dann auch noch bezahlen, sobald der Wind wieder da ist. Aber naja, jetzt erstmal düngen, ne? Eins nach dem anderen. So, jetzt gucke ich mal gerade, wie viel Grad wir hier haben. Jetzt gucke ich gerade mal, wie viel Grad wir hier haben. Oder? Ja. 300. Könnte hinkommen. So, jetzt gehen wir aber schon auf die nächste Spur. Dann müsste das eigentlich alles passen. Sollte in Ordnung sein. Bin auch mal am Überlegen, wann sich der Krüger nochmal meldet, wegen seiner horrenden Servicegebühr. Unglaublich. Beziehungsweise was der Herr Weber da erreichen kann. Dem hatte ich ja eigentlich den Auftrag gegeben, dass sich da mal drum zu kümmern. Ob das was wird, weiß ich auch nicht. So, schön wäre gewesen, wenn es für zwei Felder gereicht hätte. Der Dünger. Aber tut es nicht. Tut es einfach nicht.
So, der eine oder andere wird auch mitbekommen haben, dass die Folgen etwas länger geworden sind. Haben wir letzte Woche damit angefangen. Das heißt, wir haben inzwischen 3 Stunden Aufnahmezeit pro Woche. Dadurch können wir mehr erledigen. Und wir kommen hoffentlich auch noch ein bisschen schneller voran. Weil mit 2 Stunden pro Woche war es doch relativ wenig Spielzeit. Und natürlich sind die Folgen auf 18 Uhr gewandert. Das hat einfach den Grund, dass ich dann ein bisschen mehr Zeit habe, die Folgen auch tatsächlich am richtigen Tag rauszubringen. Weil jetzt kommt die gute Jahreszeit, da ist man viel draußen unterwegs, auf dem Feld zum Beispiel. Und dann vergesse ich manchmal, muss ich immer an 4 Uhr denken. Das ist jetzt ein bisschen besser mit 18 Uhr. Dieses Mal bei der Aussaat komme ich hoffentlich auch dazu, meine Pflanzen mit Pflanzenschutz zu besprühen, damit ich da nicht wieder so viel Ernteausfall habe durch die Käferchen und was es noch so alles gibt. Gar nicht, 1 oder 2 Spuren müssen wir noch fahren. Ich glaube 2 nach der hier. Ein bisschen schade, dass der keinen Fronthydraulik hat. Perfekt. Annähernd perfekt, würde ich fast sagen. Ich glaube, wenn ich angesät habe, kann ich drüben gleich mal einen Pflanzenschutz auftragen. So, dann sind wir aber auch für heute schon wieder am Folgenende angelangt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming, 18 Uhr. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.